Hier, Leben Wrestling. WWE schickt Keith Lee zum Training ins Performance Center. Laut einem Bericht von Mike Johnson müssen mehrere Big Men der WWE zurzeit Extraschichten im Performance Center einlegen. Zu der Gruppe, die ihre In-Ring-Arbeit unter Anleitung von Adam Pearce und Drew Gulak verbessern sollen, gehören vergleichsweise unerfahrene Stars wie Dio Madden, Dabba Kato und Omos, aber auch Keith Lee und Otis. Letztere haben in den letzten Wochen bei einigen Spots nicht so safe gearbeitet, wie es möglich gewesen wäre und solle deshalb regelmäßig dienstags und donnerstags im Performance Center trainieren. Die Beorderung Keith Lees zu den Extraeinheiten stößt sowohl bei Fans als auch in der Umkleide auf Unverständnis. Laut Sean Ross Sapp seien andere Superstars überrascht gewesen und glaubten, dass er mit auf der Liste gelandet sei, weil er zur Gruppe der Big Men gehöre. Dagegen spricht jedoch ein Bericht von ringsidenews.com. Auf Nachfrage hat eine Quelle innerhalb der WWE gesagt, dass Vince McMahon in Keith Lee nicht das besondere Etwas sehe. Da man nicht vor Zuschauern auftrete, müsse sich der Chairman auf sein Bauchgefühl und das Urteil der wenigen Offiziellen verlassen, denen er Gehör schenke. Die Trainingseinheiten finden offenbar schon einige Wochen statt, allerdings wurden die Teilnehmer angehalten, nicht über die Vorgänge zu sprechen. Bruce Pritchard kritisiert NXT-Training. Einer der Namen, denen Vince McMahon offenbar vertraut, ist Bruce Pritchard. Der erfahrene Showrunner nutzte die Gelegenheit, laut Ringside News, regelmäßig, um das Training bei NXT gegenüber Vince schlecht zu machen. Mit dieser Einschätzung hat er wohl zumindest teilweise dazu beigetragen, dass die Big Men der WWE wieder im Performance Center trainieren. Verletzungsupdate zu Bobby Fish. Dave Meltzer berichtet, dass die Verletzung, die Bobby Fish bei Wargames erlitten hat, weniger gravierend ist als zunächst befürchtet. Das Mitglied der Undisputed Era werde wohl etwa 8 Wochen ausfallen, nachdem zu Beginn noch von 4 bis 6 Monaten Pause ausgegangen war. WWE plant NXT-Ableger in Indien. WWE wird laut einem Bericht von John Pollock und Brandon Thurston im Januar mit den Dreharbeiten einer TV-Serie für den indischen Markt beginnen. Im Rahmen der Serie, die derzeit als NXT India bezeichnet wird, solle ein Elimination-Turnier von 8 Wrestlern stattfinden. Die Serie ist damit Teil der Kooperation zwischen WWE und Sony Pictures India, die im März um 5 Jahre verlängert wurde. SmackDown muss wieder zu FS1 ausweichen. Die TLC Go Home Show von SmackDown am 18. Dezember wird nicht auf dem Sender Fox ausgestrahlt, da am gleichen Tag das Title Match der Pac-12 Conference im College Football stattfindet, muss SmackDown zum 2. Mal in wenigen Wochen auf FS1 ausweichen. Nachdem sich die Ratings der Show in dieser Woche weiter auf 2,1 Millionen Zuschauer gesteigert haben, wird der Senderwechsel diese wahrscheinlich erneut unter die Millionenmarke fallen lassen.